Euch allen fürs Kommen. Mein Name ist Matthias Kirschner. Ich arbeite für die Free Software Foundation Europe und heute möchte ich mit euch über die Ethik freier Software sprechen oder so die Grundwerte freier Software. Und bevor wir da in den Vortrag einsteigen, würde ich gerne so ein bisschen ein besseres Gefühl kriegen, so wie eure Einstellung denn so ist zu bestimmten Themen. Dafür habe ich der Fragen 3 vorbereitet. Und zwar die erste Frage ist, wer hier ist gegen Auslandseinsätze des eigenen Militärs, also das aus dem eigenen Land, in dem man Staatsbürger ist? Können wir mal zeigen, wer ist dagegen, gegen Auslandseinsätze? Okay. Dann die zweite Frage, wer von euch ist für eine Impfpflicht? Dritte Frage, die ist so ein bisschen religiös, da heißt es ja immer, sowas soll man in Vorträgen nicht machen, ich mache es trotzdem. Und zwar, wer von euch ist der Überzeugung, dass Emacs der beste Editor oder das beste Betriebssystem ist? Gibt es da Leute hier? Oh, das ist ein hartes Publikum. Dankeschön. Ja, wir kommen nachher nochmal auf ein, zwei von den Fragen zurück. Wenn man sich anschaut, was sind so die Kernwerte von einer Bewegung, ist es ganz gut, wenn man sich anschaut, wo kommen die denn her? Wo ist die entstanden? Und bei freier Software muss man erstmal schauen, was war denn davor? Und da war das so, dass Software ist einfach so ein Nebenprodukt gewesen, wenn man sich einen Computer gekauft hat. Also da kam ein großer Computer irgendwo in den Keller, in die Halle rein und die Software, die kam einfach mit dazu. Und man konnte mit der Software machen, was man wollte. Da war keine Einschränkung mit dabei, weil das überhaupt noch kein Produkt war, bei dem es irgendwelche Einschränkungen mit gab. So da, das kam einfach dazu, wenn man die Tausende von Dollar oder Mark oder Franken damals hatte, um sich einen Computer zu kaufen, dann hat man das einfach dazu bekommen. Und man konnte damit dann machen, was man wollte. Da hat man den Quellcode, der war auch mit dabei, man konnte da Änderungen machen, man konnte da Anpassungen machen und man musste das auch meistens machen, weil man sonst mit dem Computer überhaupt nichts anfangen konnte. Über die Zeit ist Software aber immer mehr auch noch ein Produkt geworden, was Unternehmen separat verkaufen. Und bei dem die dann auch Einschränkungen vornehmen, was Anwenderinnen mit der Software machen können und was nicht. Dass man da erstmal Geld bezahlen musste, dann das bekommen hat, aber auch nicht mehr den Quellcode mitbekommen hat, also das Kochrezept, wo die Anweisungen drinstehen, die man dann ändern kann, um die Funktionsweise der Software zu ändern. Das hat man nicht mehr mit dazu bekommen. Und das ist auch immer mehr eingeschränkt werden in den Lizenzen von der Software, was man damit jetzt genau machen darf und was man nicht damit machen darf. Und als das dann so weiterging, also das war alles so in den 70er Jahren mit dann und Anfang der 80er Jahre hatte das einen Punkt erreicht, da haben am MIT Leute gesagt, das reicht, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen wieder einen Zustand haben, bei dem die Anwenderinnen von Software die Möglichkeit haben, selbstbestimmt die Software zu benutzen. Und die haben damals das GNU-Projekt gestartet. GNU steht für GNU is not Unix. Das sollte ein Unix-artiges Betriebssystem werden, was eigentlich wieder so benutzt werden kann und so verwendet werden kann, wie das früher der Fall war. Und dadurch musste man das erste Mal dann definieren, was konnte man denn früher mit Software machen? Was war denn das, was das definiert hat? Und dann kamen sie darauf, das mit 4 Freiheiten zu definieren. Das ist die freie Software-Definition. Wie gesagt, erster Punkt ist, jeder Mensch sollte die Software für jeden Zweck verwenden dürfen. Nicht bestimmt werden, was man damit macht. Zweiter Punkt, jeder Mensch sollte die Funktionsweise der Software verstehen können dürfen. Dass man den Quellcode bekommt und sieht, was sind da wirklich für Anweisungen, die von einem anderen Programmiererin dort eingetragen worden sind, was steht dort drin, warum funktioniert das so, warum funktionieren die Geräte um mich herum so, warum läuft so ein Programm so ab und nicht anders. Das kann ich eben rausfinden, wenn ich den Quellcode habe. Mich mit anderen Leuten austauscht, die den auch gelesen haben, um dort besser zu verstehen, was machen die Geräte, was macht die Software. Weiterhin wurde gesagt, die Software muss weiter verbreitet werden dürfen.
Das ist wichtig, weil wenn ich selbst für mich ein Problem gelöst habe, dann möchte ich, dass ich anderen Leuten auch helfen kann, das gleiche Problem zu lösen oder ein ähnliches Problem zu lösen. Also soll das immer möglich sein, das weiterzugeben. Innerhalb von der Firma, innerhalb der Organisation, an andere Organisationen, an Freunde, Bekannte, Nachbarn, wem auch immer. Und es wurde gesagt, wir wollen, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, selbst oder durch Hilfe von anderen, die Software zu verbessern, zu verändern, auf eigene Bedürfnisse anzupassen. Dass man nicht abhängig ist, was andere Leute für einen entschieden haben, sondern dass man das selbstbestimmt machen kann. So wie das einfach früher war, als das noch nicht reguliert worden ist, durch irgendwelche Softwarelizenzen und Urheberrechte. Und das war so der Anfang von der ganzen Debatte, dass dort eine freie Software-Definition aufgeschrieben worden ist und dann die Bewegung so gestartet hatte und mehr freie Software-Komponenten geschrieben worden sind, um ein Betriebssystem zu schreiben. Später kam dann eben noch der Linux-Kernel dazu, den heute viele Leute kennen, der dann so als Teil dieses Betriebssystems abgerundet hat, dass man ein vollständig freies Betriebssystem hatte, bei dem alle Komponenten diese Definition mit erfüllen. Etwas später kamen dann andere Organisationen, die das noch etwas anders definiert haben. Und zwar, also das ist jetzt hier die von der Open Source Initiative oder auch von den Debian Free Software Guidelines, also nochmal von anderen Organisationen, die auch aufgeschrieben haben, was man können muss, machen können muss mit Software. Es ist so, ich kann mir 10 Punkte nie merken, deswegen verwende ich immer diese 4 Punkte. Letztlich ist das eine detailliertere Aufführung von dem, was ich gerade eben erklärt habe. Von einer anderen Organisation, die damals mit einem anderen Begriff reingebracht hat. Und zwar den Begriff Open Source, also das andere ist die Definition von der Open Source, von Open Source Software. Das ist letztlich das Gleiche, wie wenn ich freie Software sage. Vergleich das immer gerne hier, gerne mal mit rausrufen, was ist das? Auto? Mini? Foto von einem Auto, ja. Kleinwagen, BMW, haben auch schon Leute gesagt, wenn man einen Hersteller hervorheben will. Manche Leute meinen, dass ein Auto einen Computer auf 4 Rädern oder hunderte von Computern auf 4 Rädern. Letztlich, egal wie man das jetzt nennt, das ist die gleiche Sache, von der wir jetzt gerade sprechen. Und je nachdem, was für einen Begriff ich verwende, hebe ich bestimmte Aspekte hervor oder habe bestimmte Werte, die da ein bisschen mehr mitschwingen. Also wenn ich jetzt das Ganze ein Kraftfahrzeug nenne, dann ist das in einer Altersgruppe noch normal verständlich, als Teenager etwas komischer, wenn das verwendet wird. Und wenn ich halt Mini sage, ist eher die Marke so ein bisschen wichtig. Und wenn ich sage, das ist ein Auto, dann ist mir die Marke vielleicht nicht so wichtig. Und so ist es bei den Begriffen hier auch. Also da ist freie Software, dann gibt es Open Source, es gibt Libre Software, dann die Kombination von dem Ganzen. Letztlich ist das das Gleiche. Das ist die gleiche Software, von der wir sprechen. Und wenn ich jetzt hier heute von Werten freier Software spreche, meine ich damit auch die Werte von Open Source Software oder Libre Software, Force Floss, wie auch immer man das bezeichnet. Das wollte ich nur am Anfang einmal, dass ihr euch nachher nicht irgendwie verwirrt seid, ob ist das jetzt auch bei Open Source Software so. Genau das würde ich genauso sagen, Open Source Software, nur dass wir als Organisation freie Software sagen, weil uns das wichtig ist, dass das mit Freiheit in Verbindung gebracht wird. Ja, es gab dann immer wieder so Missverständnisse in der freien Softwarebewegung, für was wir eigentlich stehen, was sind so die Werte, was steckt da dahinter. Und ein Punkt war, dass Menschen immer wieder verstanden haben, dass die Software kostenlos sein muss, dass man kein Geld dafür verlangen darf, sondern dass es einer der Werte ist, einer der Prinzipien ist, dass die Software jedem Menschen kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Deswegen haben uns dann auch öfter mal, so erreichen uns dann E-Mails oder Leute sagen und sprechen mit uns und sagen so, hier, da verletzt jemand die Werte, die Prinzipien freier Software. Da muss ich ja hier unten, muss ich ja was bezahlen, wenn ich die Software runterladen kann. Das kann also keine freie Software sein. Oder auch in App Stores ist dann Software und dann sagen die, ich muss hier bezahlen in dem App Store für die Software. Das verletzt die Prinzipien freier Software. Das ist nicht vereinbar mit der Ethik freier Software, dass ich hier Geld dafür geben muss.
Bei freier Software ist es aber so, dass das nichts erstmal mit dem Preis zu tun hat, sondern dass es alles mit diesen vier Freiheiten, die ich genannt hatte, mit dem Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern verbunden. Und dieses Weitergeben von Software, das kann ich kostenlos machen. Entschuldigung. Das kann ich kostenlos machen. Das kann ich aber auch gegen den Entgelt machen. Ich kann da auch, wenn ich selbst was für die Software bezahlt habe, kann ich die dann auch wieder an andere Leute auch gegen Entgelt weitergeben. Oder ich kann selbst etwas, was ich kostenlos bezogen habe, nachher an ganz viele Leute weitergeben und kann da Geld mit verdienen, wenn Leute das bezahlen. Das ist nicht das, was freie Software definiert. Weiterhin ist freie Software oft mit dem Entwicklungsmodell verbunden worden. Also dass es eine der Werte, eine der Eigenschaften ist, dass freie Software gemeinsam entwickelt wird von ganz vielen Menschen auf der ganzen Welt. Das ist so, also wie so ein Bazar, da gab es auch mal so ein Buch dann drüber, dass es so die freie Software, so dieses Bazar-Modell, jeder kann so mitmachen. Das ist aber bei freier Software nicht zwangsläufig so. Das ist dadurch gekommen, dass es ein paar prominente Beispiele gibt, in denen ist das so, dass da ganz viele Menschen zusammen die freie Software entwickeln. Die meisten freien Softwarekomponenten werden aber leider nur meistens von einer Person entwickelt oder zwei. Das ist eine sehr kleine Anzahl von Menschen, die daran arbeiten. Und ich kann bei freier Software, ich kann mich zu Hause in meinen Keller setzen, kann das Telefon ausmachen, kann keine E-Mails lesen und ich schreibe dort freie Software. Ich verkaufe das nachher an jemanden, der gesagt hat, ich hätte gern das Problem behoben. Ich schreibe dafür eine Lösung, ich gebe der Person die Software, gebe das weiter und sage, hier, du kannst es verwenden, für was immer du willst. Du kannst es verstehen, hast du den Quellcode dazu. Du kannst es weiter verbreiten und du kannst es auch verbessern. Du kannst alles damit machen. Das habe ich hier in der Lizenz aufgeschrieben, in der freien Software-Lizenz. Da sind diese vier Prinzipien mit aufgelistet. Das kannst du alles mitmachen. Aber sonst will ich damit nichts zu tun haben. Ich will von niemandem hören, das finde ich schlecht, das finde ich gut, will ich einfach nicht, interessiert mich nicht. Das kann ich machen und es ist trotzdem freie Software. Auf der anderen Seite können 15 Universitäten, 20 Universitäten, noch mehr auf der ganzen Welt zusammen eine Software entwickeln. Und jeder Professor, jeder Mitarbeiter an der Universität, jede Studentin, alle dürfen damit mitmachen. Die dürfen alle Vorschläge machen, wie man das besser machen kann, können alle sagen, was gut und was schlecht ist, können ihre eigenen Module schreiben, das können die alles machen, können aber zum Beispiel in der Lizenz schreiben, diese Software ist nur für akademische Zwecke. Das widerspricht dann diesem ersten Grundsatz, diesem ersten Grundwert, dass es jeder Mensch für jeden Zweck verwenden können soll. Das ist dann keine freie Software, ist aber trotzdem eine Software, die gemeinschaftlich von ganz vielen Menschen auf der Welt zusammen entwickelt worden ist. Und es ist nicht nur so, also dass es sowohl das in die eine Richtung oder in die andere Richtung gehen kann. Solche Dinge können sich auch über die Zeit ändern. Es gibt freie Softwarekomponenten, die werden eine Zeit lang sehr offen entwickelt. Die Entwickler haben gerade Zeit, hören allen zu. Und auf einmal kommt ein Auftrag, dass man die Software in ein bestimmtes Produkt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig haben soll und dafür Anpassungen gemacht werden sollen. Und das ist oft eine Deadline, die eben nicht so ist, ach ja, da haben wir ja noch ein paar Jährchen Zeit, sondern das ist dann so schnell wie möglich. Ja? Und man ist da unter Zeitdruck. Und dann kann es sein, dass Entwicklerinnen, die an so einer Software arbeiten, dann erstmal ein paar Monate sagen so, hier, das ist mein Ziel, das muss ich jetzt hinbekommen, damit verdiene ich mein Geld. Und da habe ich jetzt gerade keine Zeit mit Leuten, die mir Vorschläge machen, wie ich irgendwo noch was anderes einbauen kann, zu diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und es kann sein, dass das mal einfach eine Zeit lang nicht gemacht wird, sondern dass was fertiggestellt wird und am Ende machen sie das vielleicht wieder oder merken dann, oh, ich kriege schon wieder den nächsten Auftrag und haben vielleicht einfach keine Zeit mehr dafür. Und das ist was, das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden und kann das eine Modell oder das andere Modell bevorzugen. Es ist aber nichts, was darüber entscheidet, ist eine Software freie Software oder ist die unfreie Software. Das hat etwas damit zu tun, wie das Entwicklungsmodell ist. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Neben solchen Missverständnissen
die es in der freien Softwarebewegung immer wieder gab, durch neue Leute, die dazugekommen sind und eben unterschiedliche Dinge erstmal nicht ganz verstanden haben, wie die bisher so gehandhabt werden, gab es dann auch immer wieder Menschen, die gesagt haben, ich finde das total gut mit der freien Software, dass es diese vier Kernwerte gibt, dass man dieses Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern hat. Aber mich stört da eine Sache dran. Könnten wir dann nicht eine kleine Änderung machen? Eine Änderung, die ich jetzt als erstes mit aufnehme, das ist von der ersten Frage, die ich gestellt hatte, ja, ist, die Software soll die nachher von einem Militär verwendet werden dürfen. Für militärische Zwecke. Das war eine Debatte, die es in der freien Softwaregemeinschaft über eine lange Zeit mit gab. Leute, die gesagt haben, ja, ich finde das alles richtig und wichtig, das ist so komplett meine Überzeugung, aber ich möchte nicht, dass die Software, die ich hier schreibe und anderen Leuten zur Verfügung stelle, weil ich der Menschheit helfen will, anderen Menschen, denen weiterhelfen will, und dann möchte ich nicht, dass die dafür verwendet wird, nachher vom Militär. Das möchte ich nicht. Und können wir nicht diese eine Sache auch in diese Lizenzen reinschreiben, wo die anderen, diese anderen vier Werte auch mit aufgenommen waren und definiert waren, wie man die erreichen kann. Da gab es dann immer wieder Diskussionen drum, sollen wir das nicht auch aufnehmen? Dabei gab es dann immer wieder sehr unterschiedliche Abwägungen bei der Debatte. Ein Punkt war, wenn es jetzt Menschen gibt, die das in Kauf nehmen, andere Menschen umzubringen, viele Menschen umzubringen und dadurch auch gegen Menschenrechte verstoßen, bestimmte internationale Verträge verstoßen. Ist das etwas, was, wenn wir als Entwicklerinnen dann von freier Software aufschreiben in der Lizenz, man darf damit aber jetzt niemanden umbringen oder es darf nicht für militärische Zwecke verwendet werden, halten sich die Menschen daran? Das war eine von den Fragen, wo man nicht sicher war, ja, wenn jemand sowas macht, hält er sich dann an, Entwickler so und so hat hier reingeschrieben, möchte aber nicht, dass das Militär aus Land XY diese Software verwendet. Auch wenn die Software gerade sehr gut sich dafür eignen würde, von dem Militär eingesetzt zu werden. Das wurde meistens sehr kritisch gesehen, dass das kein geeignetes Werkzeug ist, um sowas zu verhindern. Jetzt mal angenommen, das wäre so, man geht davon aus, dann kam das nächste Problem. Was ist denn das? So eine militärische Nutzung. Ist das hier, darf man in so einem Wagen freie Software damit einsetzen? Was meint ihr? Darf man es einsetzen? Ja? Wer für ja ist, mal kurz Hand heben. Okay, und was ist, wenn wir da hinten ein Maschinengewehr drauf machen? Immer noch. So ein Fahrzeug kann eben nachher, wenn man dort ein Maschinengewehr drauf macht, in vielen Krisenregionen der Welt ist das der Panzer von früher. Der wird dafür eingesetzt, um Menschen umzubringen. Heißt das jetzt, wie geht man damit um generell dieses Gerät? Also dürfen jetzt Unternehmen, die so ein Fahrzeug herstellen, die Software verwenden? Wie weit geht das auch? Also darf man das nur nicht in diesem Auto verwenden? Oder ist es auch so, dass die ganze Firma, die diese Software, dieses Auto herstellt, diese Software nicht verwenden darf? Und dann haben wir halt auf einmal sehr, sehr viele Unternehmen auf der Welt, die die Software nicht mehr einsetzen dürfen. Und bei manchen Dingen ist es sehr, sehr schlecht abgrenzbar, für was kann so ein Produkt nachher verwendet werden und für was nicht. Weiterhin kam noch auf, dass je nachdem, was für einen kulturellen Hintergrund hatte, wo man aufgewachsen ist, Militär auch unterschiedlich besetzt war, was die eigentlich machen. Jetzt gibt es Länder, in denen ist das Militär primär dafür zuständig, militärische Aktionen auszuführen, sowas wie eine Kanone abfeuern, mit Gewehren auf jemand anders schießen und hier eben Krieg machen. Es gibt andere Länder, die haben für andere Funktionen auch oft das Militär, wie zum Beispiel Katastrophen. Es gibt Fluten, es gibt Waldbrände, es gibt größere Gesundheitsvorfälle
Und dann ist das Militär dort aktiv und versucht zu verhindern, dass Gegenden überschwemmt werden, dass Wälder abbrennen, dass viele Menschen verhungern und dass dort so eine Infrastruktur aufgebaut wird, dass teilweise fast wie ein Krankenwagen, dass Evakuierungen von Notfällen vom Militär gemacht werden. Was ist mit solchen Fällen? Das ist dann sehr unterschiedlich gesehen worden, je nachdem, wo man mit herkommt. Ne? Also viele Länder in Zentraleuropa, so, da ist das Militär, hat oft weniger solche Funktionen. Sobald man mal rausgeht aus Europa, wird das oft sehr viel breiter, das Spektrum. Letztlich ist es immer wieder dazu gekommen, so, naja, solche Einschränkungen, das ist echt schwer. Also nicht nur von dem, bringt das überhaupt was, sowas aufzunehmen? Zu wie weit geht das dann? Zu wollen wir das überhaupt, dass diese Gruppe eingeschränkt wird? Ein anderes Beispiel, was auch schon diskutiert worden ist, ist, dass gesagt worden ist, freie Software finde ich gut, aber wir sollten bei freier Software mit reinnehmen, dass das nur von Menschen benutzt werden darf, die geimpft sind. Oder nur von Unternehmen, die ihre Mitarbeiter dazu auffordern, sich zu impfen. Also der Hintergrund ist, dass eine Entwicklerin oder Entwickler gesagt hat, ich sehe hier ein Gesundheitsproblem, ich sehe hier eine Lösung und ich möchte dazu beitragen, dass die Menschen diese Lösung wählen. Und deswegen ist eine Lizenz geschrieben worden, die Vaccine License, bei der die Software nur von Menschen verwendet werden soll, die geimpft sind, oder von Unternehmen, die ihre Mitarbeiter anhalten, sich zu impfen zu lassen. Da kommt natürlich die Frage auf, wie viel von den Werten von einem Entwickler oder einer Entwicklerin sollen denn auf die Anwender übertragen werden dürfen. Es hat diskutiert worden und gesagt, das passt nicht zu freier Software. Ist ja immer. Und das Ganze, das ist jetzt nicht so, dass es nur diese zwei Beispiele gibt, sondern das wird noch sehr, sehr viel breiter. Weil neben Militärklausel, bei dem jemand gemeint hat, wir wollen aber, dass das eben jetzt nicht vom Militär benutzt wird, gab es dann auch Dinge wie Geheimdienste, Polizei, es gab Lizenzen, wurde gesagt, man soll das nur, Unternehmen dürfen das nur benutzen, die bestimmte Arbeitsschutzbedingungen haben. Es ging gegen das Atomkraftwerk oder andere Nuklearbetriebe sowas nicht verwenden dürfen. Es ging hin zu Unternehmen, die mit Genmanipulation zu tun haben, sollen das nicht verwenden können dürfen. Und so weiter und so weiter. Da kamen ganz, ganz viele, also Tierschutzrechte zu Umweltschutz, CO2-Bedingungen, die da mit vorgesehen waren. Und das ist was halt in der Gesellschaft, in der wir, oder in der Welt, in der wir so unterschiedlich sind, sehr schwierig werden kann, da eine gemeinsame Vorstellung zu bekommen, was ist denn jetzt gut und was ist schlecht und was sollte denn da noch mit aufgenommen werden. Und in der Welt, in der wir so viele unterschiedliche politische Vorstellungen haben, so viele unterschiedliche religiöse Vorstellungen haben, unterschiedliche kulturelle Prägungen, unterschiedliche Ausbildungen, unterschiedliche Kindheiten, das ist einfach was. Wir sind sehr unterschiedlich auf der Welt und dort so einen gemeinsamen Nenner zu finden, was sollte jetzt mit einer Software gemacht werden dürfen und was nicht, das ist sehr schwer. Und vor allem, jetzt haben wir hier einige von den Beispielen ja gehabt, die vielleicht von mehreren Leuten in dem Raum hier als eher löblich gesehen werden. Jetzt stellt euch mal den schlimmste Person vor, die euch bisher mal begegnet ist und überlegt euch mal, was die Leute gerne hätten, was so eine Software einem verbieten sollte oder was die einen zwingen sollte zu tun. Und was dabei dann rauskommt. Jetzt ist es so, dass eben bei freier Software in der Bewegung ist das, wie ich vorher schon gemeint hatte, so, dass diese vier Freiheiten, diese Definition oder also diese 10 Punkte, dass das in den Lizenzen der Software aufgeschrieben worden ist und über die Lizenz dann den Leuten gewährt worden ist. Und dadurch ist die ganze Bewegung schon sehr stark auch konzentriert auf Lizenzen. Und es gibt auch viele Diskussionen in dem Bereich, so, welche Lizenzen sind es am besten und man hat so das Gefühl, mit dem Werkzeug haben wir viel erreicht, weil über die Zeit freie Software immer erfolgreicher auch mit geworden ist.
Ein Problem, was dabei ist, ist, wenn man so ein Werkzeug hat, was sehr gut funktioniert und das man mag, dann sind oft andere Probleme, die man so mitzieht, sind dann eben auch hier ein Nagel. Wenn ich einen Hammer habe, ist alles ein Nagel. Und deswegen ist so eine Reaktion oft gewesen, wir wollen, dass andere Probleme, die wir so als Entwickler, Entwicklerinnen, Beitragende zu freier Software sehen, dass man die auch mit den Lizenzen löst. Und da ist eben die Frage, ist das das Richtige? Oder ist es nicht so, dass andere Probleme in unserer Gesellschaft oder Dinge, die wir als Probleme wahrnehmen, Leute oft unterschiedliche Probleme wahrnehmen, gibt es da nicht andere Ansätze, als dass man anders Gesetze beeinflusst, anders soziale Normen mit ändert, Märkte mit verändert, Architektur verändert, also Dinge ändert, die dann letztlich Menschen reguliert in dem, was sie machen können und was sie nicht machen können. Letztlich in der Debatte über die ganzen Jahre, also jetzt 35 Jahre, worauf das letztlich immer wieder rausgelaufen ist in der freien Softwarebewegung ist, dass so der Grundkonsens war, dass die Kernwerte, die Ethik hier von freier Software immer wieder zurückgeht auf diese vier Punkte, die ich genannt hatte, oder wenn man will, dann eben halt diese 10 Punkte. Und zwar auf dieses Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern von der Software. Also das, ich erkläre nochmal ein bisschen tiefer, dass jeder Mensch die Software verwenden können darf, ohne Diskriminierung. Freie Software soll nie dazu genutzt werden, um Menschen auszuschließen, weil die eine andere politische Vorstellung haben, eine andere Religion haben, woanders herkommen, anders aussehen, andere Überzeugungen haben. Das wollen wir nicht, dass das die Software macht. Außerdem wollen wir nicht einschränken, was die Menschen damit tun können. Das soll jeder Mensch selbstbestimmt machen können damit, was die Leute für sich für richtig halten. Wir wollen nicht, dass das eine Entwicklerin sagen kann, du musst das aber so machen, wie ich mir das ausgedacht habe und wie ich das für richtig finde. Und weiterhin, man benötigt kein Aushandeln, also ein Nachfragen, darf ich das denn jetzt machen oder darf ich das nicht machen? Das ist was lange Zeit überhaupt nicht selbstverständlich war. Wer ist hier Jurist? Jurist hier? Okay, das ist richtig gut, weil bei freier Software ist es so, wenn irgendjemand euch fragt, darf ich denn die Software für das und das einsetzen? Dann könnt ihr sagen, ja. Und das, wenn die euch fragen, seid ihr euch sicher? Dann könnt ihr sagen, ja. Das geht immer. Und da müsst ihr überhaupt nicht mit irgendeinem Anwalt sprechen oder sonst irgendwas machen. Also ihr könnt da einmal eine rechtliche Aussage treffen, die immer richtig ist. Das ist, wenn man sich andere Lizenzen anschaut, proprietäre Lizenzen, dort rauszufinden, was man machen darf und was man nicht machen darf und an was man sich halten muss für den Einsatz davon. Das ist richtig kompliziert. Da muss man viel Geld dafür bezahlen. Bei freier Software, egal ob ich als Einzelperson, als Organisation, als Unternehmen, als öffentliche Verwaltung das einsetzen will, ich darf es, egal für was. Und ich muss sogar nicht mal die Lizenz lesen. Ich muss nicht mal lesen können. Also selbst Menschen, die nicht lesen können auf der Welt, können das trotzdem machen. Die werden dann auch nicht von ausgeschlossen. Weiterhin ist es immer in dem Kern drin bei freier Software, dass ich die Software verstehen kann. Niemand wird ausgeschlossen, zu verstehen, wie funktionieren diese Geräte um uns herum, wie funktioniert die Software, die hier abläuft. Wir schließen niemanden aus. Wir sagen nicht, du darfst bis hierhin lernen und nicht weiter. Du musst aber erst irgendwelche Non-Disclosure Agreements unterschreiben, bevor du lernen darfst, wie dieses Gerät funktioniert. Bei freier Software ist es immer so, dass jeder Mensch das verstehen können darf. Je nachdem, wie viel Zeit man aufwendet, kann man das letztlich, wie die anderen Profis, lernen, wie das ist, wie das funktioniert und kann mit anderen Leuten darüber diskutieren, ist das gut, wie eine Software das macht, ist das nicht gut für unsere Gesellschaft, wie die Software das macht. Diese Möglichkeit hat man immer. Und weiterhin ist es so, dass man die Software immer weiter verbreiten darf. Es ist nie, wir schränken nie ein, wenn man einmal die Software bekommen hat, ob man dafür bezahlt hat oder ob man die kostenlos bekommen hat, wie man diese Software wieder weitergeben kann. Wenn ich für mich ein Problem gelöst habe mit der Software,
dann kann ich das meinen Freunden, Bekannten, anderen Firmen, anderen Organisationen, wem auch immer, darf ich das immer weitergeben. Das wird nicht eingeschränkt, ob ich das machen darf oder nicht. Ich muss da keine Zustimmung einholen. Darf ich denn die Software jetzt weitergeben? Was muss ich denn dafür bezahlen? Was muss ich denn dafür unterschreiben, dass ich das machen kann? Wenn ich für mich selbst was hinbekommen habe, dann darf ich anderen Menschen immer damit helfen. Oder ich darf damit Geld verdienen und darf sehr eigennützig dann sagen, ja, und ich gebe das weiter und ich will dafür Geld bekommen. Das darf ich immer machen. Da macht mir keiner eine Vorschrift, wie ich das weitergeben darf und ob ich das weitergeben darf. Und bei freier Software ist es immer so, dass die Software es erlaubt, dass man die weiter verändern kann oder verbessern kann. Man ist also nie gezwungen, dass man eigene Verhaltensweisen dahingehend anpasst, wie sich das jemand anders, ein Entwickler, Entwicklerin aus einem anderen Land, mit komplett anderem Hintergrund, anderen Gesetzen, die dort gelten, anderer Ausbildung, anderen Überzeugungen, wie das sich jemand ausgedacht hat, wie wir bestimmte Probleme lösen. Das muss man nicht akzeptieren. Man kann das benutzen, aber wenn man merkt, oh, da müsste ich mich aber sehr verbiegen oder wir müssten ja eigentlich bei uns sogar Gesetze ändern, damit wir die Software einsetzen könnten, dann hat man auch die Möglichkeit zu sagen, ich selbst oder andere sollen diese Software abändern und auf die eigenen Bedürfnisse anpassen können. Niemand sollte einem vorschreiben, hier kannst du das benutzen, das darfst du aber nur so benutzen, nicht anders. Das ist bei freier Software immer erlaubt, dass man diese Änderungen macht. Wir wollen nicht, dass jemand anders darüber bestimmen kann, wie jemand leben kann und wie nicht. Was dann auch mit dazu führt, dass man Sachen besser reparieren kann. Wenn Dinge nach einer bestimmten Zeit, ja, wir haben dir hier ein Werkzeug, ein Produkt verkauft, da ist Software mit drin, nach 2 Jahren interessiert sich der Hersteller nicht mehr dafür. Das kann eben auch heißen, dass ich dann die Möglichkeit habe, später so ein Produkt weiter zu nutzen. Oder wenn eine Software mir nicht gefällt, wie die gemacht wird, habe ich die Möglichkeit, dass ich mit anderen Leuten die Software weiterentwickle und das anders mache, weil mir bestimmte Funktionsweisen der Software nicht gefallen, weil ich die finde, dass die nicht meine anderen Überzeugungen widerspiegeln. Und das ist das, was letztlich immer wieder bei so Diskussionen, auf was es immer wieder zurückgegangen ist, dass was die freie Softwarebewegung als Überzeugung, als Kernwerte mit hat, wo sich alle eigentlich so drauf einigen können, die Ethik davon, dass das diese 4 Freiheiten sind, die auch am Anfang schon so auch mit definiert worden sind. Das Verwenden für jeden Zweck, das Verbreiten, Verbessern und Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern der Software. Jetzt ist natürlich so, dass es in unserer Welt nicht nur Probleme gibt, die man mit freier Software lösen kann, sondern viele von uns, wir nehmen viele unterschiedliche Probleme wahr und in manchen von denen ist freie Software ein Teil der Lösung. Viele Dinge heute, die um uns herum passieren, ist Software mit einem Teil und freie Software kann dort einen kleinen Beitrag leisten, ein Problem zu lösen. Es ist oft eine Notwendigkeit, dass man sagt, hier in so einer Lösung, wir brauchen hier freie Software, weil wir wollen zum Beispiel Transparenz haben in dem Bereich, was diese Software dort macht und wollen das erreichen. Wir wollen, dass da Änderungen gemacht werden können und wie auch immer. Es gibt viele, viele Bereiche, in denen freie Software ist ein Teil, eine Notwendigkeit. Aber es ist nicht ausreichend. Es ist nicht so, dass wenn etwas freie Software ist, dann sind die anderen Probleme, die wir sonst noch haben, irgendwie gelöst. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Es ist halt ein Teil von der Lösung. Wenn man jetzt sich für Privatsphäre einsetzt, dann ist nicht nur, weil eine Software jetzt freie Software ist, ist die super für die Privatsphäre. Das sind andere Dinge, die mit berücksichtigt werden müssen. Aber es ist halt eine Notwendigkeit bei so einer Lösung. Da ist es immer wieder gut, weiß nicht jetzt hier, wem sagt denn die Unix-Philosophie was? Okay, gut, sind doch. Also die Idee ist, man hat ein Werkzeug und das Werkzeug erledigt die Aufgabe richtig gut. Und wenn man ein anderes Problem hat und eine andere Aufgabe, dann macht man dafür ein anderes Werkzeug. Und dann kann man die Werkzeuge miteinander kombinieren.
Und man fängt nicht an, dass man ein Werkzeug dann die Überlegung hat, ach, man könnte ja auch noch das machen. Dann überlegt man sich gut, baue ich das jetzt auch noch in das eine Werkzeug ein oder mache ich ein anderes Werkzeug, was das andere Problem richtig gut löst und ich kombiniere die Dinge miteinander. Und das ist eben auch so bei freier Software so. Also freie Software löst ein Problem oder einige Probleme. Sollte sich überlegen, ob diese anderen Dinge, die man so mitzieht, mit ich will verhindern, dass Menschen sich gegenseitig umbringen, ich möchte verhindern, dass es so viele Leute gibt, die krank werden, ich möchte andere Dinge mit verhindern, dass man dort schaut, was gibt es denn für andere Lösungen, wie kann man denn Dinge miteinander kombinieren, um das zu erreichen, statt zu versuchen, dass es ein Allheilmittel für alles gibt oder auch den Anspruch zu haben, ja, aber freie Software löst ja das nicht, also ist das ja nichts. So. Nee, man muss sich bewusst sein, freie Software löst halt Dinge, bestimmte Dinge, aber macht nicht alles gut. Und wenn wir uns jetzt anschauen, auch wie das für diese Dinge sind, die wir bei freier Software verändern wollen, also dass man das erreichen will, dass niemand gezwungen ist, Software zu verwenden, die einen dort einschränkt in der Verwendung, dass man nicht möchte, dass es Software gibt, die einem verbietet zu lernen, wie die Software eigentlich funktioniert, einen nicht einschränkt, mit wem kann man denn Software teilen und die einen nicht einschränkt, dass man die Software auf eigene Bedürfnisse anpassen kann, da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Da sind wir noch ganz am Anfang. Das sind jetzt 35 Jahre, in denen wir für freie Software mit eintreten, in denen man bewusst darüber nachdenkt, was das ist. Aber auf die Menschheit gesehen sind wir noch ganz am Anfang. Und das wird uns noch viele, viele Jahrzehnte mit beschäftigen, dass man das so weit bringt, dass das mehr Menschen verstehen und dass das der Standard ist auf der Welt. Auch wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Freiheiten, also Softwarefreiheit auf der einen Seite, jetzt sind wir mal hier Pressefreiheit. Das sind hunderte von Jahren, die Leute schon für Pressefreiheit eingetreten sind. Und dann schauen wir uns die Situation an auf der Welt. Wir haben sind jetzt hier in Ländern oft, die noch einen relativ guten Stand zu dem Thema haben. Wenn man die meisten Leute auf der Straße fragt, ja, ist dir denn Pressefreiheit wichtig? Sagen die meisten, ja, das ist mir wichtig. Ja. Und es gibt aber auch viele Länder, da ist das eben noch nicht der Fall. Und in manchen Ländern ist das so, da hat man einmal die Pressefreiheit gehabt, dann gibt es irgendwelche Machtverschiebungen und auf einmal sind die Leute, ist so eine Freiheit wieder bedroht oder wird eine wieder weggenommen und man muss dafür erst wieder neu eintreten. Also solche Freiheit, wenn man die einmal erlangt, muss man da immer wieder die verteidigen, muss die leben, muss schauen, dass einem die nicht wieder weggenommen werden als Gesellschaft. Und selbst nach so einer langen Zeit ist es immer noch so, dass es auf der ganzen Welt gesehen viele, viele Menschen gibt, die nicht davon profitieren. Und jetzt gucken wir uns mal im Verhältnis von der Pressefreiheit wieder zurück zur Softwarefreiheit an. Wie wenig Leute haben wir denn da erst erreicht, wenn wir auf der Straße Leute fragen, ist das denn wichtig für eine Gesellschaft? Das sind wir ganz am Anfang. Das wird uns noch Jahrzehnte mit beschäftigen. Und deswegen sind wir auch der Ansicht, dass es wichtig ist, dass man sich da auch fokussiert. Dass man nicht denkt, man muss jetzt alle Probleme der Menschheit auf einmal lösen, sondern dass man in der freien Softwarebewegung sich darauf konzentriert, was ist das Problem, was wir beheben wollen. Und das ist eben ganz groß diese Machtbalance zwischen Entwicklerinnen und zwischen Anwenderinnen von Software. Und wie kann man das erreichen, dass Anwenderinnen nicht so stark abhängig sind von Leuten, die Software machen. Und darauf sollte man sich konzentrieren und das Problem lösen. Und andere Dinge, für die man steht, andere Überzeugungen, überlegen, ob man die nicht mit einer anderen Gruppe, in einer anderen Bewegung mit voranbringen kann. Jetzt als ein Beispiel, ich selbst bin ehrenamtlich noch für einen Verein tätig, da geht es um Erste Hilfe Outdoor, also dass wir Menschen drin trainieren, wie verhalte ich mich in Notfallsituation im Outdoor-Bereich, wenn eben so ein Arzt nicht gleich in 5 Minuten oder 15 Minuten da ist, sondern wenn das auch mal 2 Stunden, 10 Stunden, mehrere Tage dauern kann. Und ich bin fest davon überzeugt, also ich möchte verhindern, dass Menschen schwerwiegende Verletzungen nachher haben oder sterben müssen, weil Leute nicht sich gut vorbereitet haben, nicht die entsprechende Ausbildung sich vorher angeeignet haben, um sowas zu verhindern. Und da möchte ich beitragen, sodass Leute so ein Angebot haben, dass sie das lernen können, dass es denen, dass die gut vorbereitet sind, wenn sie solche Outdoor-Aktivitäten machen. Und das sind andere Leute,
die wollen das auch erreichen. Nur wenn ich mit denen anfange, über freie Software zu diskutieren, da haben wir oft sehr unterschiedliche Ansichten. Und ein Thema, was mir sehr wichtig ist, wie eine freie Software, ist dort auf einmal von Menschen überhaupt nicht geteilt. Das ist denen total egal. Oder die sagen, ja, das interessiert mich jetzt gerade echt, interessiert mich nicht. Oder bin ich auch überhaupt ganz anderer Ansicht, das ist überhaupt nicht wichtig. Und es ist trotzdem so, dass ich denke, dass ich kann diese andere Sache dort eben mit am besten erreichen mit den Leuten. Und ich erreiche das nicht, wenn ich mit denen über meine ganzen anderen Überzeugungen dort auch noch rede und versuche, das hinzubekommen, dass sie da auch mit mir übereinstimmen. Sondern ich will diese eine Sache, die mache ich eben in der freien Softwarebewegung, und die andere Sache, die mache ich mit dem Verein, der sich für bessere Trainings im Outdoor-Bereich einsetzt. Wenn wir jetzt überlegen, jetzt am Anfang, als wir diese Fragen hatten, wenn wir gemeinsam an der Sache arbeiten können, dann sind wir halt auch viel mehr Leute, wie wenn wir die Übereinstimmung haben müssen, dass alle zu jeder Frage mit der gleichen Antwort geantwortet hatten. Ne? Und das ist immer wieder die Frage, wie viel Übereinstimmung brauchen wir in der freien Softwaregemeinschaft, um dieses Ziel mit dem Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern zum Default zu machen in der Gesellschaft. Wie viel mehr müssen die Leute da zustimmen? Jetzt ist es so, dass was ich gerade erklärt habe, das ist so die Kernwerte, die ich sehe, die freie Softwarebewegung hat. Das ist aber was anderes wie Organisationen aus dem Bereich. Also wir haben Organisationen, die haben noch mehr Werte. Also die FSFE hat nicht nur die Werte, die ich jetzt gerade gesagt habe, dass man Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern von der Software mit ermöglicht. Wir haben noch andere Werte. Die definieren sich aber nicht dadurch, dass wir eine freie Softwareorganisation sind, sondern die definieren sich dadurch, dass wir in Europa mit aufgewachsen sind, dass wir europäische Gesetze kennen, dass viele von uns eben in der Demokratie aufgewachsen sind, dass wir eine bestimmte Ausbildung mitgenossen haben. Die definieren sich auch bei der Organisation dann dadurch, was hatten denn die Gründer für Ideen, was haben die in die Satzung geschrieben, wie bestimmte Dinge gemacht werden sollen, aber auch, wie haben die das einfach gelebt, ne? Auch Dinge, die nicht aufgeschrieben sind. Und das sind nachher letztlich alle Dinge, die noch andere Werte mit bei uns mit haben, als jetzt rein die Werte, die in der freien Softwaregemeinschaft sind. Haben aber erstmal nichts damit zu tun, das muss man so machen, weil wir für freie Software sind. Es gibt andere Organisationen, die sind auch für freie Software, die haben wieder ganz andere Werte. Und so kann eben jede Organisation für sich auch so Werte finden. Die Frage, wenn man eben so Organisationen dann mit hat, ist immer wieder so dieses, wie viel Übereinstimmung brauchen wir, bevor wir uns wieder aufsplitten? Und ist es wirklich gerade das größte Problem, dass wir uns über eine kleine Detailsache streiten und uns dort nicht einig sind und dann sagen, okay, lass uns wieder teilen. Wir sind jetzt schon 4 Leute, da müssen wir auf jeden Fall eine zweite Organisation gründen, um gegen die Römer zu kämpfen. So, und das ist was, das sollte man sich immer genau überlegen. Also wie tief ist meine Überzeugung bei was, dass ich jetzt sage, mit den Leuten will ich nicht mehr zusammenarbeiten. Und das geht für mich nicht mehr. Und ich denke, das ist eine wichtige Sache eben bei freier Software, wo ist die Schwelle, wo setzen wir die, dass wir uns wieder bei einer Sache, die wir langfristig als Standard auf der Welt umsetzen wollen, dass wir uns wieder teilen und an unterschiedlichen Strängen ziehen. Ich denke, das ist was langfristig einfach zu sein ist, dass wenn viele Menschen dafür arbeiten und viele sich dafür einsetzen, dass es dann eher die Wahrscheinlichkeit ist, dass man so eine Änderung hat und freie Software als so dieser Default auf der Welt mit besteht. Letztlich, wir werden die freie Softwarebewegung, die wird größer werden. Wenn man sieht, wie sich die in den letzten 35 Jahren entwickelt hat und wie viel mehr Computer um uns herum sind, wie viel mehr Software eingesetzt wird und dass alles viel mit freien Softwarekomponenten gemacht wird, es ist definitiv so, es werden viel, viel mehr Leute werden. Und es werden noch viel unterschiedliche Leute bei freier Software mitmachen. Nicht nur Leute aus Europa und Nordamerika, sondern immer mehr noch aus anderen Ländern, die eine komplett andere, auch mit Herangehensweise, kulturellen Hintergründe, haben andere Gesetze, die bei denen gelten. Und dadurch wird es auch eine größere Herausforderung werden, andere Dinge, andere mehr genauso zu respektieren, weil die einfach anders sein werden. Das wird uns vor Herausforderungen stellen.
wenn auf einmal ganz viele Entwickler aus Ländern kommen, mit denen man vorher einfach nichts zu tun hatte, so in seinem Leben. Weiterhin ist es dabei aber, denke ich, wichtig, weil wir größer werden, weil wir da mehr Respekt brauchen, dass die freie Softwarebewegung sich darauf konzentriert und Fokus darauf hat, was sind die Punkte, die wir erreichen wollen. Und das sind meiner Meinung nach eben diese Kernwerte, dass jeder Mensch die Software für jeden Zweck verwenden kann, dass die Funktionsweise verstanden werden kann, dass sie weiter verbreitet werden kann und dass sie verbessert werden kann. Vielen lieben Dank. Okay, dann haben wir jetzt noch 5 Minuten Zeit für Fragen, die es hoffentlich gibt. Genau, ich werde dann mit dem Mikrofon kommen. Wir haben noch 10 Minuten, oder? Für die Fragen. Weil du hattest vorhin... Ja. Gut. Das heißt, ich habe eine lange Frage. Es geht hauptsächlich darum, für diese 4 Werte, die du da aufgeschrieben hast, wieso diese 4? Wieso reichen nicht 3, müssen nicht 5 sein? Also wie kommst du darauf, dass es jetzt genau die 4 sind? Hat mir jetzt ein bisschen gefehlt. Also man kann man ja so sehen, ist auch nichts dagegen. Aber man kann diskutieren, ob die jetzt alle 4 quasi da sein müssen als Wert. Na, das ist jetzt nicht so, dass ich das einfach so ausgedacht habe, sondern das ist halt, wenn man jahrelang in der freien Softwarebewegung aktiv ist und die Debatten halt zieht, auf die das immer wieder zurückfällt, dann war das eben so, dass es, egal welche Punkte mit aufgekommen sind, also da kam dann eben die Debatte auf mit dem Militär. Und dann kam auf einmal, dass es von einer sehr großen Mehrheit gesagt worden ist, das würde aber einschränken, dass man das für jeden Zweck verwenden kann. Das finden wir problematisch. Oder wenn jemand angefangen hat, Software auf einmal in Bereichen wieder einzuschränken, dann sieht man ja die Reaktion in so einer großen Bewegung, dass jetzt will hier jemand sagen, ja, du kannst den Quellcode haben, ja, du kannst es auch einsetzen, für was du willst, aber wenn du Änderungen machst, dann musst du mir immer wieder deinen Beitrag zurückschicken. Da darfst du überhaupt nicht, also egal wie du das einsetzt, du musst das mir immer wieder geben. Dann wird gesagt, Moment, das ist aber nicht okay. Das geht zu weit, das wollen wir nicht. Oder da werden bestimmte Dinge nicht eingehalten. Und die Leute sind halt immer wieder dann letztlich auf das zurückgegangen, was am Anfang mal aufgeschrieben war. Und das waren eben diese 4 Punkte. Und das zeigt halt auch, also wie so eine Bewegung, dadurch, dass am Anfang was manifestiert war, was geschrieben ist, dass sie halt doch immer wieder darauf zurückfallen. Und dass das immer wieder die Überzeugung ist, die bei den Leuten mit die angezogen hat, warum die mitgemacht haben. Und deswegen sage ich, also ich habe noch, also bei den Debatten, wenn man das mitbekommen hat, es hat jetzt nicht gegeben, so dass Leute sagen, ja, also das ist eigentlich nicht wichtig, das kann man eigentlich auch rausnehmen. Also es gab immer nur, wenn so Debatten aufkamen, war es immer wieder so, gesagt worden, na Moment, nee, das sind schon die 4 Punkte, die uns wichtig sind. Und man kann da nicht einfach einen wegnehmen. Und auf der anderen Seite war es auch so, sollte man da was dazu machen, aber da gab es nie so eine Einigung, was man denn dazu machen sollte. Und also deswegen komme ich darauf, es ist letztlich immer wieder bei den Debatten, wenn andere Änderungen vorgeschlagen waren an diesen 4, also an dieser freien Software-Definition oder an dieser Open-Source-Definition, ist das immer wieder zurückgefallen zu, nee, das sehen wir nicht so. Also es gab viel hin und her, aber es ist immer wieder dort drauf zurückgekommen. Ja, aber halt also innerhalb von 35 Jahren halt immer wieder, man hat so geguckt und dann wieder, das ist richtig, was wir damals beschlossen haben. So. Das ist auch, ursprünglich hatte man eine Vorstellung, was für Freiheiten man will in Bezug auf Quellcode, glaube ich, und das deckt einfach alles ab. Also das reicht aus, um das sicherzustellen. Das ist so ungefähr gedacht, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Ja, du hast sehr vieles sehr detailliert, sehr schön aufgezeigt. Für mich aber noch nicht ganz so klar ist, wenn du immer von diesen Debatten sprichst, was muss ich mir darunter vorstellen? Ist das ein Internetforum, wo sich da die Leute treffen? Also jetzt ganz vereinfacht gesagt, ich bin nicht aus der Szene, ich habe keine Ahnung, was da für Akteure debattieren und wer da eigentlich jetzt mitspricht. Gibt es unterschiedliche. Also es ist einmal, dass es eben
Konferenzen gibt, auf denen dann Leute die Idee haben, dass man doch sowas mit einbeziehen sollte. Ein Punkt, bei dem das immer wieder sich mit kondensiert hat, ist, bei der Open Source Initiative gibt es die haben den Anspruch, dass sie jede Lizenz, die diese Werte mit erfüllt, dass sie die auf ihre Webseite listen und dann sagen, die erfüllt diese Bedingungen. Und wenn dann dort etwas vorgeschlagen wird, dann gibt es immer wieder so Grenzfälle oder Dinge, die komplett drüber gehen, dann diskutieren da viele Leute mit, sagen so, sollte die jetzt akzeptiert werden oder nicht? Das ist zum Beispiel ein Forum, in dem das mit stattfindet. Aber das ist dann nicht gesondert, sondern wenn es dort Diskussionen gibt, dann wird das auch woanders gerade geführt, eben auf Veranstaltungen, bei Diskussionen zu den Veranstaltungen, bei Dingen wie jetzt so Vorträgen hier. Ne? Also wenn wir als FSFE seit 2001 Vorträge zu dem Thema machen, da stehst du dann und hast den Leuten erklärt, hier verwenden, verstehen, verbreiten, verbessern, und dann kam eben von Leuten, ich will aber nicht, dass meine Software von Geheimdiensten verwendet wird. Ja, und dann, kann ich verstehen deinen Punkt, ja? Und dann gibt es eben Diskussionen dazu, und dann ist immer wieder, wie ist denn jetzt die Abwägung, also was verhindere ich damit, verhindere ich überhaupt was damit, wenn ich das jetzt reinnehme, was für andere Dinge, die vielleicht positive Aspekte sind, verhindere ich denn damit gleichzeitig, wenn ich was Schlechtes damit verhindern will, und also so sind so Debatten immer wieder entstanden. Also das ist nicht ein Internetforum, so interessierst dich für Kernwerte freier Software, die Ethik freier Software, subscribe hier, aber also wir haben zum Beispiel als FSFE, wir haben auch so Listen, auf denen das immer wieder diskutiert worden ist. Wir haben eine deutschsprachige Diskussionsliste, eine englischsprachige für andere Sprachen auch. Da werden auch solche Themen diskutiert, aber das ist natürlich noch viel weiter, also mit Organisationen auf der ganzen Welt, bei denen so Debatten stattfinden. Manchmal jetzt auch dann auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen, wo jemand sagt so, ich finde das aber nicht richtig, dass Kriminelle, die das und das gemacht haben, die Software einsetzen dürfen. Oder ich finde aber, dass die Leute nur einsetzen dürfen, wenn sie sich an die Menschenrechte halten. Oder und dann gibt es da halt große Diskussionen, dann gibt es Zeitungsartikel dazu oder IT-News dazu. Und ja, Vorträge für die eine Seite, Vorträge für die andere Seite. Ja. Hallo, danke vielmals. Gerade anschließend an das Votum vorhin oder die Frage, was ich momentan sehe, sind so die Koryphäen, so die stolpern aktuell so über MeToo-Bewegungen und andere Sachen, Epstein, MIT, dann sieht man wie halt Großkonzerne, die dann halt Red Hat, Google und so auf Open Source setzen und immer wie mehr so in Takt bestimmend sind. Wenn du jetzt von jetzt in die Kristallkugel schauen müsstest, wie verändert sich die Szene? Na, also was auf jeden Fall eine Tendenz ist, ist, dass Entwicklerinnen von Software sich mehr Gedanken darüber machen, wie beeinflussen sie eigentlich mit ihrem Verhalten die Gesellschaft. Und dann auch überlegen, was kann ich denn als einzelne Person, was kann ich denn da tun, um das so zu gestalten, wie ich das wichtig finde. Und das ist ja erstmal eine sehr, sehr wichtige Sache, ne? dass Leute, die Werkzeuge erstellen, sich nicht einfach, ich mache jetzt das Werkzeug und denke über nichts nach, sondern dass sich überlegen, so je nachdem, was für Funktionen ich einbaue oder nicht einbaue, da kann ich eben mit entscheiden, in welche Richtung geht die Gesellschaft. Und da ist es wichtig, dass die Leute sich Gedanken darüber machen und dass man eine Debatte darüber hat, wie kann man denn bestimmte Dinge, die einem wichtig sind oder für die man steht, wie kann man denn das verhindern oder wie kann man sich dafür einsetzen. Also das wird auf jeden Fall in einem Kontext immer hoffentlich, also hoffe ich, dass das mehr wird, dass sich da mehr Leute Gedanken darüber machen. Die andere Debatte, wo mehr werden wird, ist auch dadurch, dass es in bestimmten Marktsegmenten eine sehr starke Konzentration auf monopolähnliche Strukturen gibt und die sehr viel Macht haben, dass kleinere Unternehmen mit bedroht werden davon und dass die schauen, wie kann ich mich denn dagegen verteidigen. Das wird auch was sein, bei denen die eben versuchen werden, vielleicht auch ein paar von den Prinzipien aufzuweichen, um ihre Geschäftsmodelle für die kurze Frist zu bewahren. Das ist definitiv auch was. Das andere, was ich eben langfristig sehe, ist das, was ich auch gemeint hatte.
wenn eben nicht nur die Software also die Vorgaben, wie Software genau funktionieren soll, aus wenigen Ländern kommt, sondern wenn dort immer mehr Menschen daran beteiligt sind und immer mehr Menschen Software einsetzen, das wird einfach diese Vielfalt an Menschen, die auf einmal mit dem Thema zu tun haben, das geht halt, das wird viel, viel größer. Und ich glaube, Katar, du hast dann nachher auch einen Vortrag, wo du eingehst auf so Software, die diskriminiert und wo Leute eben aufgrund von bestimmten Eigenschaften dann, die werden diskriminiert, weil eben die Software wird dann von jemandem mit einer weißen Hautfarbe geschrieben und auf einmal gehen die Produkte halt für jemanden mit einer anderen Hautfarbe, funktionieren die nicht oder so. Ne? Und also solche Dinge wie, das wird was sein, was uns da auch noch mal viel mehr beschäftigen wird und auch so Wertvorstellungen, also dass Software geschrieben wird in Ländern, in denen halt bestimmte Gesetze gelten und dann kommt die Software in ein anderes Land, in denen ganz andere Gesetze sind, aber das ist auch so, auf hintenrum werden dann eben solche Gesetze dann dort dadurch auch mit eingeführt. Ja, danke. Die Zeit ist es leider um und wir müssen die Fragerunde beenden. Ich bitte euch sonst direkt, euch an Matthias Kirschner zu wenden. Genau, also wir sind auch unten, da ist ein Stand von der FSFE und ich bin da noch die nächsten Stunden und wenn ihr Lust habt, weiter das zu diskutieren, kommt gerne vorbei. Und ansonsten könnt ihr auch gerne bei uns im Newsletter drauf, wo auch so Themen immer wieder mitkommen oder auf die Diskussionslisten. Und vielen lieben Dank für die Diskussion.